kam unter dem Mantel der Dunkelheit nach Sparta. Nach dir. Sie flehten ihren Gott um Rettung an. Doch du kamst nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich musste die Mäuren aufsuchen, um das Schicksal von Sparta zu ändern. Denn nur ich bin noch übrig. Jetzt bist nur noch du übrig. Ich vertraue darauf, dass der wahre Gott des Krieges unsere Brüder in Sparta schützen wird. So trittst du mir entgegen, Feigling! Ich war einmal ein Knecht der Götter! Komm herab und was zum entgegen, Zeus! Du verarsch! Ich habe genug von den Lügen der Götter! Du verarschst mich, oder? Ich kann nicht angreifen! Es tut mir so leid, mein Herz. Kannst du mir je vergeben? Nicht alles ist verloren, Kratos. Du musst weitermachen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich bin nicht stark genug. Du wirst siegreich sein, Kratos. Doch du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es steht ein Krieg bevor und du musst uns in diese Schlacht führen. Und wofür? Um Zeus zu töten. Wenn du aufgibst, wird Zeus dich weiter quälen. Er wird nicht ruhen, solange du lebst. Und wenn du stirbst, wird sein Bruder Hades deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Du findest keinen Frieden, wenn du ihn nicht tötest. Nimm das Feuer, das dein geliebtes Sparta verzehrt hat, in dich auf. Es wird deinen Zorn nähren und dich auf dem Pfad deines Schicksals vorantreiben. Es ist Zeit für dich zu handeln, Kratos. Diese Schlacht ist erst der Beginn eines kommenden großen Krieges. Was zum Teufel? Zorn der Titanen Verbesserung. Okay. Klingt ja schon mal lecker. Und er wird direkt aufgefüllt. So, ich mache ihn gleich wieder aus. Ich musste mich ja nur befreien. Okay, mir wird die Leiche gezeigt. Warum wird mir die Leiche gezeigt? Oh,
Und ich habe da schon eben eine Idee. Weil ich glaube, normal angreifen interessiert ihn schon mal nicht. Aber die Tentakel interessieren ihn. Und wie wir wissen, aua, war da hinten so eine Druckplatte. Nämlich genau die da. Und damit geht nur das auf. Das ist ja, die andere war interessant. Da hat sich doch dann, da war doch dann irgendwas Rotierendes, oder nicht? Okay, mir wird die Leiche immer wieder gezeigt. Dann muss ich das schon machen. Erstmal auf die scheiß Arme. Jetzt halt, oder? Nee. Oder muss ich doch... Ich schnapp mir den jetzt mal. Weil ich glaube, auf der anderen Plattform kann ich nichts machen. Das heißt, ich lege ihn erstmal da drauf. Weil hier sind die Arme wenigstens, die Tentakel wenigstens nach oben gegangen. So, die liegt jetzt drauf. Jetzt, kann ich schweben, ja? Okay, das kann ich. Aber was genau bringt mir das jetzt? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht soll ich ihm einfach direkt in die Fresse springen? Oh ja, Tatsache! Ich kann den Kopf dann wirklich angreifen. Ah, und er schmeißt die Leiche immer wieder weg und... Ah, okay. Also das muss man jetzt immer die ganze Zeit wiederholen. Alter, das ist ja abgefahren. Endlich mal wieder so ein richtig übler, fetter Boss. Gibt ein bisschen Energie, sehr schön. Am besten gleich... Oh. Gleich hier unseren Freund schnappen. Oh, nicht draufgeworfen, scheiße. So, und gleich wieder auf den Kopf sprengen. Die Frage ist, kann ich da Zorn der Titan aktivieren? Oh, was nun? Oh, das sieht lecker aus. Kann ich da jetzt nicht irgendwie rauf? Doch, das dachte ich mir nämlich schon. Jetzt erstmal das da oben verletzen. Kann es sein? Ja, jetzt habe ich Platz. Okay. Oh, den kompletten Tentakel gleich zertrennt. Abgetrennt. Oh, da wird er sauer, glaube ich, jetzt. Da wird er bestimmt jetzt sauer. Tja, dummerweise stehst du immer noch hier im Weg. Rastet der immer aus, ey. So, jetzt hat er aber. Jetzt erstmal weiche ich der Phase aus. Achso, er kann ja gar nicht mehr zuschlagen. Scheiße gelaufen, was? Nur noch mit der Seite, aber das tut mir jetzt nicht so weh. So, du kriegst jetzt mal richtig auf die Backen hier. Aua. Und nochmal. Oh ja. Oh, nochmal. Ich darf sogar nochmal. Aha. Oh, nochmal bitte. Uah, kein Glibber schleudern bitte. Finde ich gar nicht mal so geil. Okay, das kann ich jetzt aber verdächtig oft machen, muss ich sagen. Oh, jetzt hat er mich genau erwischt in der Luft. Oh, jetzt hat das richtig wehgetan. Ach, jetzt steckt schon wieder irgendwo fest. Das ist dann wohl wieder meine Chance, wa? Okay, sehr mächtiger Kampf mal wieder. Ich kann da gar nicht. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich mit dem... Muss ich da jetzt mit dem Aufwind arbeiten? Nee, ich kann den da gerade gar nicht drauf tun. Wie komme ich dann da rauf? Gar nicht. Hä? Wie soll denn das dann funktionieren? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. So, nochmal. Nein. So, jetzt mach ich erstmal hier. Na, irgendwie muss ich da hoch. Ach, scheiße. Wäre echt schwören können, dass ich da jetzt einfach wieder hochfliegen muss. Aber das scheint irgendwie alles so zu funktionieren.
Ja, die Kombination war geil. So, und jetzt lass mich da einfach rauf. Ah, jetzt halte ich mich fest. Okay, alles gut, alles gut. Okay, und los. Und... Tschüss! Oh, das tut weh, hä? So, was willst du jetzt machen? Oh. Er frisst ihn einfach. Ah! Gar nicht mal so geil. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wieder auf die Tentakel oder so? Oh, das ist eine große Frage, ne? Er rutscht fast ab, weil sie nicht mehr festhalten kann. Ah! Scheiße, jetzt war ich nicht schnell genug, kann das sein? Ah, okay. Komm, dann machen wir gleich mal Vollgas jetzt hier, oder? Okay. Doch. Ja. Und jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Ich muss das dritten. Genau das meinte ich nämlich. lecker. Jau! Was für ein unendlich mächtiger, geiler Kampf war das denn schon wieder. Danke, God of War. Hammer. Ciao, Krake. Wow. Als Belohnung gibt es jetzt erst einmal schön Gorgonenauge. Und eine Phönixfeder, will ich hoffen. Wow. Mir fehlen die Worte, war das geil. Genauso ist es. Wow, und jetzt hat Phoenix, zeig, was du kannst. Oh! Ach so, wir schnappen uns erstmal, oder was? Aua. Was soll denn das? Muss dich erst bändigen. Ach so, wir töten ihn jetzt, oder was? Macht aber irgendwie nicht so viel Sinn. Oder wir machen einen auf Pegasus und fliegen mit dem Phönix. Ist das episch. Und jetzt ab zu dem Euren. Wow. Einfach nur wow. Und damit haben wir es endlich geschafft. Wir sind quasi an unserem Ziel angekommen. Im Tempel der Moiren. Wow. Leute, das war einfach nur episch. Lasst es euch nochmal ein bisschen auf euch wirken. Schlaft erstmal eine Nacht drüber. Im nächsten Part von God of War geht's weiter. Richtung Finale der Tempel der Moiren.